Fancy Pants. Kochuniform, 45 spanische Dollar. Wir können uns den Gegenstand nicht leisten. So, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal spanische Dollar verdienen, oder was? Oder finden. Meinst du, man findet das? Da sucht man sich doch einen Wolf. Spanische Dollar. Ja, jetzt haben wir 5. Tischler haben wir aufnehmen. Oh, einen Tischler haben wir entdeckt. Okay, schön. Mit Ortis reden. Ist dein Besucher ist schon lange, dass ich mit Captain Coco gesprochen habe. Willst du, dass ich dich aus dem Gefängnis befreie? Das wäre toll, aber ich weiß nicht, wie du das anstellen könntest. Der Sheriff hat alle Schlüssel und ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit die Wachen des Gouverneurs eingezogen sind. Keine Ahnung, Otis, diese Schlösser sehen ziemlich rostig aus. Ich wette, du könntest sie sperrangelweit aufsprengen. Aha, rostiges Schloss. Etwas Kleines könnte hineinpassen. Aber du kannst nichts damit kaputt hauen oder so. Ah. Eines spanischen Dollar. Wir rauben die Kirche aus. Da ist auch noch ein spanischer Dollar. Ah, das ist der Gemischtwarenhändler, okay. Den kann man doch bestimmt irgendwie bestehlen. Ich möchte ihn bestehlen. Gummihuhn. Was hast du gefunden? Okay. Pudel. Pudel, Hunde. Oh, okay. Pudel, Piranhas, Piranha-Pudel. Der hat Bonbon. Der hat zwei Bonbons, der Typ. Der ist zu aufmerksam, sonst hätte ich dem sein Ding stehlen können. Sein? Sein Geld! Ah, wie kommen wir an dem seine Bonbons? Damit können wir die Gefängnistür aufsprengen. Ich will deine Bonbons. Nützliches Zeug könnte helfen. Ah, kannst du im... Ah, wo ist denn der Hammer? Wo hast du den habe ich in der Hand. Ja, dann gib den doch mal im Gemischtwarenhandel ab. Kann ich die dem geben? Nee, mit Ladenbesitzer reden. Jetzt hat. Ich bin hier, um meine Uniform abzuholen. Oh, du bist also der neue Koch. Gute Arbeit. Niederbrennen dieses Frachtschiffs. Okay. Nun, das Team wurde nie bezahlt. Wenn du also noch einen Job hast, musst du die Rechnung begleichen. Mach schnell, bevor mir jemand... okay, nee, wie soll ich dem den Hammer verkaufen? Weiß ich nicht. Da kommen wir auch noch nicht durch. Okay. Hm. Können wir den denn irgendwie ablenken? Ich weiß gar nicht, warum wollen wir den Boy im Gefängnis überhaupt befreien eigentlich? Aber ich sehe ich dafür noch weiß keinen Grund. Aber wie viel Geld haben wir denn? Oh Gott. 31. Mit gieriger Charakterstärke. Geringer Charakterstärke. Oh, those poor doggies. Was war das mit den Hunden? Nun, es ist eigentlich sehr traurig. Die Wachhunde des Gouverneurs werden von den Wachen gequält. Sie haben das ganze Feuer in ihren kleinen Bäuchen verloren. Ich wette, wenn sie herzhafte Mahlzeit verschlingen würden, wären sie bald wieder ganz ihr fieses altes Selbst. Aha. Fisch. Ich habe eine Idee. Ich werde angeln und den Fisch, den Hunden, also den Fisch kochen und dann zum Fraß vorwerfen. Die haben von der herzhaften Mahlzeit gesprochen. Weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich schleppe immer noch diesen dämlichen Hammer mit mir rum. Ich lasse den jetzt hier liegen. Da, mitten auf dem Weg. Also hier draußen warst du ja schon unterwegs. Ach, guck mal. 31 spanische Dollar haben wir. Ja. So, ich habe jetzt einen Fisch. Jetzt gehe ich zu unserem Schiff. Hier ist ein Hund. Mit Spiffy reden. Etwas bringt diesen Hund bestimmt dazu, seinen Knochen aufzugeben. Das ist der richtige Hund hier. Komm mal hierher. Der hat einen Knochen. In der Taverne, ja. Mit irgendeiner Taste kann man Sachen, glaube ich, hinschmeißen, ne? Kann man auch Fische wegschmeißen? Mit Spiffy reden. Wer ist denn, du bist ein bisschen klein für einen Piraten. Kannst du irgendwelche Tricks? Darf ich diesen Knochen haben? Nee, der... Okay. Der antwortet nur Herz 3. Waren die Hunde, die bei dem Skelett waren? Ja, aber das Skelett will vielleicht seinen Knochen haben. Falls das der Knochen von dem Skelett ist. Muss ich den Fisch braten? Probier's. Zutat hinzufügen. Ich hab jetzt einen Fisch in das kochende Wasser getan. Oh, Zutat benötigt, um den Eintopf fertig zu kochen. Das ist natürlich jetzt super. Also ich würde sagen, der Hund will ein Steak. Wie viel? 45 waren das, ne? Spanische ja. Dollar. Mhm. Jetzt haben wir 40. 41. Und trotzdem würde ich gerne die Nummer mit dem Skelett noch angucken. Ja, wir haben auch kein Fleisch an Bord, ne? Das ist bestimmt so ein Gegenstand, den man hier irgendwo findet.
Aber warte, will der Hund vielleicht den Hammer? Nee, ach so, nee, aber dieses Quietscheentchen konnte man nicht aufnehmen, ne? Diese... Will der Hund den Hammer? Ja, keine Ahnung, vielleicht will der Hund ja den Hammer. Vielleicht will das Gespenst den Hammer für diese Knallbällchen. Ich glaube ja immer noch, wenn irgendwas könnte... Also der Hund will den Hammer wohl anscheinend nicht. Ja, ich vermute, dass das Skelett seinen Knochen zurückhaben will von dem Hund. Und den Hammer, den schleppe ich jetzt mal nicht so weit weg. Aha. Was hast du herausgefunden? Der Typ hat ein Ticket, damit wir weiter können, glaube ich. Er sagt jetzt, wenn du mir meine fehlende Fracht bringen kannst, schenke ich dir nicht nur das Ticket, sondern kann dir auch einige andere Mementos verkaufen. Sind wir im Geschäft abgemacht, los geht's. Also genau. Wir müssen dem seine Fracht zurückbringen. Frachtverzeichnis, Bürgerfamilie, Fracht, Kiste mit wichtigen Gütern, 300 Mal Legende von Monkey Island Figuren, einmal Affen Reproduktion und einmal Geschichte der Region, gebunden, überteuert. Ah ne, das ist das, was er hier hat aktuell, oder? Geschichte, Geschichtsbuch, niedliches Affenspielzeug, geschnitzte Figuren, aber ne, die fehlen ihm irgendwie. Aber es müsste ja eine Kiste sein. Steht ja dran. Kiste mit wichtigen Gütern, das heißt, wir müssen die Kiste finden, oder nicht? Ja, du kannst ja mal eine Kiste suchen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich irgendwo ein Stück Fleisch für den Hund finden will und das dem Skelett da hinten bringen möchte. Aber das sieht nicht so aus, als würde dem ein Knochen fehlen, ehrlich gesagt. Hier brennt ein Loch in deine Zunge. Ja, das... Ich will mit dir reden, Mann! Kann ich nicht mit dem reden hier mit dem Skelett? Nee, anscheinend nicht. Was mit den Hunden? Leerer Hundefutternapf. Sie müssen am Verhungern sein. Hast du da schon was reingetan? Nein, wo ist der? Warte, ich komme. Hier. Kann ich da auch den rohen Fisch reinkloppen? Weiß ich nicht. Den jetzt nicht... Ah nein, scheiße, ich hab doch den Fisch in die Scheißsuppe reingeschmissen. Warte, ich geh mal. Okay. Oh Mann. Ja, bei dem Skelett sind auf jeden Fall die Hunde, die da ist ein Futternapf. Okay, ja, ich geh eben angeln. Sorry. Ah, alles gut. Da kannst du ja nichts für, ich habe ja den verdammten Fisch in die Suppe geschmissen. Den verdammten Fisch in die Suppe geschmissen. Warum ist denn der hier überhaupt? Was machst du da drin? Oh, es gab ein kleines Missverständnis, nachdem ich von Monkey Island zurückgekehrt war. Ich kam etwas zu schnell an und zertrümmerte den Steg ziemlich übel. Aber es war nicht meine Schuld. Hast du noch einmal versucht, mit der Galeone zu segeln, die ausschließlich mit Affen besetzt ist? Sie schnappten sich all meine Bananen, rannten weg und ließen mich zurück mit der Schande. Und seitdem bist du eingesperrt? Sicher, aber das ist in Ordnung. Ich bin gut mit der Legende von Monkey Island befreundet. Ich war sogar einmal in seiner Crew. Ich bin mir sicher, dass er kommen wird, um mich rauszuholen, sobald er sein wichtiges Werk... wichtiges Zeug erledigt hat. Du weißt schon, Gouverneurszeug. Jawohl, jeden Augenblick. Und es ist nicht so, dass ich diesmal alleine bin. Captain Cook und ich... Dann gibt's ja nicht Gesellschaft. Aha. Okay. Der hat also den Steg kaputt gefahren. Ist da schon ein ganzes Weilchen drin? Anscheinend. So, ich bin auf dem Weg. Gange wir mal zu den Hunde. Hier. Ja. Da auf den Napf gucken. Nee, geht nicht. Okay. Was zur Hölle fressen die? Ja, muss wahrscheinlich der Knochen sein von dem blöden anderen Hund. Will der Hund vielleicht Eintopf? Also, uns fehlen halt noch 4 spanische Dollar. Dann hätten wir genug für die Kochausrüstung. 4 spanische Dollar nur. Uhrenturmschlüssel, den könnten wir auch noch irgendwo. Wo war der? Den hast du irgendwo gesehen, oder? Nee, ich hab den nicht gesehen. Ich hab nur neben dem... Ja, dort wird halt der Koch den Schlüssel gesehen, aber wahrscheinlich ist das der. Nee, neben dem Koch, das ist der vom Lager. Ich bin ja immer noch der Meinung, wir müssen diese verdammte Kiste von dem Typen finden. Ja, dann. Tu dir keinen Zwang an und such eine Kiste. Wo könnte denn dem seine Fracht sein? Den roten Hering, den schleppt man. Ich lebe den jetzt auch hier auf dem Weg einfach. Den schleppt man ja ewig mit sich rum, den kann man ja nicht wegstecken. We guard the governor now. Run, 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 run.